Hallo. Ich habe nur ein sehr kurzes Thema. Ich dachte, ich mache mir ein paar Feinde, indem ich nochmal was über Systemd erzähle. Und zwar in dem Fall über Auto-Mount-Units. Die sind ganz praktisch, wenn man verschiedene Netzwerk-Dateisysteme hat oder so. Eigentlich müsste ich dazu erst was über Mount-Units erzählen. Mount-Units sind im Prinzip das, was die alten Leute über etc/fstab gemacht haben, nämlich Dateisysteme von Devices auf Mount-Points gemappt haben, mit in dem Fall ein Autodateisystem und mit Optionen dahinter. Das Ganze kann Systemd auch. In dem Fall habe ich mir eins für unser NAS hier angelegt. Die Mount-Units heißen immer so wie der Mount-Point, den sie beschreiben, nämlich hier in dem Fall Media-Trocken mit diesem komischen Systemd Escaping da drin, damit man keine Forward-Slashes braucht. Genau, das What, das Where und die Options sind da drin und natürlich auch das Type. Und eigentlich sind das auch schon alle Optionen, die man in Mount-Units reinstecken kann. Wenn ich jetzt also... Ach so, erstmal muss ich natürlich zeigen, dass da nichts drin ist. Da ist schön leer, ne? Und wenn ich jetzt diese Auto-Mount-Unit starte, Start Media Trocken Mount, dann ist da plötzlich was drin. Und wenn ich sie wieder stoppe, dann ist da nichts mehr drin. Yay! Okay. Das war der erste Teil meines Talks. So macht man heutzutage Mounts. Wenn man jetzt das Ganze automatisieren will und vielleicht zu faul ist, immer diese Systemd-Unit zu starten, diese Mount-Unit, kann man das Ganze auch so einrichten, dass immer, wenn auf dieses Verzeichnis, auf diesen Mount-Point zugegriffen wird, der Mount ausgeführt wird. Ich starte mal die entsprechende Unit dazu. Kann ich das wieder verwenden hier? Ja. Die Auto-Mount-Unit heißen Auto-Mount hinten. Achso, ich habe sie für diese Demo natürlich nochmal geändert. Kann ich euch gleich zeigen. So. Jetzt läuft diese Auto-Mount-Unit. Aber sie tut noch nichts. Und in der Ausgabe von meinem Mount-Befehl sehe ich jetzt ganz unten irgendwie hier auf diesem Mount-Point, wo ich sie gestartet habe, läuft irgendwie so ein Auto-FS. Das ist intern irgendwie so ein Dateityp, den der Kernel bereitstellt und genau das macht, was ich nämlich jetzt gleich zeige. Wenn ich da jetzt drauf zugreife, dann ist da automatisch Zeug. Und der Mount-Point erscheint auch hier unten in meiner Ausgabe vom Mount-Befehl. So, und sieht man das hier schon? Nein. Okay. Ich zeige euch kurz, was ich dafür getippt habe. Wie heißt die Media-Trocken? Automount. Die Automount-Unit heißt genauso wie die entsprechende Mount-Unit dazu. Das heißt, man kann hier diesen Mount-Point nochmal eintragen. Und dazu kann man ein Timeout angeben, nach dem Systemd dann automatisch dieses Mount wieder aushängt, wenn nicht drauf zugegriffen wird. Aus irgendeinem Grund hat das gerade bei mir nicht funktioniert. Ich möchte mal kurz wissen, warum. Weil es ist offenbar immer noch da, ganz unten. Dort. Ich vermute, dass das damit zusammenhängt. Sieht man jetzt hier nicht, ne? Da steht ein Timeout bei dem Mount-Teil von 600. Von 600? Nicht da. Was ihr eben gezeigt hat, vom Mount, die Ausgabe. Sollte das auf 5 sein? Ah, Timeout 60. Ja. Warte mal. 60 eben von 600. Möglicherweise habe ich hier ein falsches
eine falsche Unit eingetragen, Einheit eingetragen. Ich versuche das nochmal. Ich will nicht 60 Sekunden warten. Uppala. Man kann so schlecht tippen, wenn man nicht auf seine Tastatur kurz... Hüppala. So. Genau, jetzt sollte ich wahrscheinlich hier auch ein anderes... Das ist sehr interessant. Na gut. Dann wird mein Talk doch länger. Timeout. Also diese Setting sollte eigentlich ein Timeout konfigurieren. Und zwar 5S hätte funktionieren sollen. Okay, ich kann euch gerade nicht zeigen, warum es nicht funktioniert. Aber sie ist offenbar jetzt wieder weg. Das ist gut. Und wenn ich wieder drauf zugreife, ist sie wieder da. Ja, der steht der Timeout 5, ne? Genau. Ja, keine Ahnung. Ja, der Timeout von dem System, die minus 8 ist immer noch. Ach so, das ist, glaube ich, der NFS-Timeout. Weil das ja ein NFS-Dateisystem ist. Oh, okay, ja. Jetzt haben wir wieder 5 Sekunden gewartet, jetzt ist sie wieder weg. So. Und während ich da einfach Dinge draufschreibe. Das Auto-FS hat einen Timeout. Naja. Während ich da Dinge draufschreibe, wird sie halt einfach nicht gern mounted. So, Punkt. Und das ist ganz praktisch bei NFS, falls man vergisst, ein NFS wieder auszuhängen und mit seinem Laptop nach Hause fährt und dann merkt, oh, ich habe vergessen, diese NFS zu unmounten, aber ich kann es jetzt nicht mehr unmounten, weil der Server nicht mehr erreichbar ist. Und jedes Mal, wenn das NFS geunmountet wird, möchte es einmal zum Server fragen, ob der noch da ist und ob er irgendwie noch Dinge tun kann. Ja, es ist ein bisschen nervig und Auto-Mount-Units lösen dieses Problem. Es geht natürlich nicht nur mit NFS, sondern mit anderen Dingen auch. Zum Beispiel, wer noch CDs kennt oder so, wenn man eine CD in sein CD-Laufwerk reintut, dass sie dann automatisch gemountet wird, oder mit SSHFS oder mit beliebigen Dateisystemen halt. Also im Prinzip alles, was man in eine seiner etc/fstab eintragen kann. Mit SSH ist es ein bisschen komplizierter, weil man sich um Schlüsseltausch und so kümmern muss, Postkeys hin und her schubsen, und die müssen dann natürlich auch erreichbar sein für den Root-User, weil man leider keine Mount-Units über die System-D-User-Units machen kann. Das hätte mich sehr gefreut, aber da gibt es einen offenen Pull-Request, den ich gefunden habe, beziehungsweise ein offenes Issue, und das diskutieren sie gerade. Also im Moment geht das nur als System-Weiter-Mount. Okay, Fragen? Hast du mal probiert, mit NFS soft gemountet, ob du damit besser zurechtkommst? Ja, ich muss jedes Mal wieder die entsprechende Option aus der FSTAB-Manpage raussuchen. Okay. Ja, prinzipiell sollte das Problem auch lösen, ja. Wie lang ist normalerweise dein Timeout, wenn du das hier so benutzt? 5 Sekunden scheint etwas kurz zu sein. Standard ist disabled. Disabled by default, okay. Ja, dann bleiben sie halt einfach da, genau. Okay. Aber du hast halt immer noch den automatischen Mount, wenn du drauf zugreifst. Genau. Also, es kommt immer so ein bisschen auf den Anwendungsfall an, ne? Wenn du jetzt irgendwie so eine Sekunde Timeout da reinsteckst und es ist ein Dateisystem, wo oft drauf zugegriffen wird, oder du hast da irgendwie so ein GNOME-Dienst im Hintergrund laufen, der die ganze Zeit irgendwelche Thumbnails indexen will und immer wieder vorbeikommt, jede Minute, dann ist das ein bisschen nervig. Aber sonst, also klar, 5 Sekunden war jetzt zum Zeigen. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal in der Realität sinnvoller wert ist, aber irgendwie sowas wie eine Minute oder so halt, ne? Ist dann meist schon sinnvoll, finde ich. Okay.
Gut.